Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Weiße Edition. Und ja, in der letzten Folge haben wir gegen Cynthia verloren, weil ich bin eine tolle Idee fand. Weiß 2 geht es ja hier weiter noch in die Richtung. Das ja nicht. Anwesend. Mir fällt auf, wir können eigentlich in der Pokémon-Liga ja gegen unseren Rivalen, meine ich, täglich antreten. Gegen Sharon können wir dann mal nicht antreten. Also wie oft kämpfen wir dann bitte gegen Sharon? Wir könnten gegen ihn ein bisschen Vorteil haben. Er hat ja einen Wasserstarter. Kleopatra können wir mit Flambirex, Fathers noch mit Flambirex, Vegeta mit Flambirex, Maxax mit Gyarados BZW. Okay, Gyarados eher nicht, aber mit, wie heißt er? Zekrom und Brokkolos können wir mit Plan wie Rex weghauen. Ich komme auf doofe Ideen. Meine Hö. Nur hoffen, dass er seinen Starter als erstes einsetzt. Da hinten. Wo kommt man aber gegen ihn kämpfen? Ging es erst nach komplett Abschluss der Liga? Oder ging es zu. Nee, das ging in Schwarz und Weiß 1. Oder? Okay. Wenn wir noch gucken, wir mal hier hochkommen, dann langsam. Richtung Tessera. Wie sollen wir denn bitte so hochgriden? Bis zum Champ. Moin. Ich habe 34 Grad, ey. Junge, Junge, Junge. Erhöhen es 18 Grad die Nacht. Morgen werden es 35. Oh, danach soll es dann wieder ein bisschen kühler werden. Ab nächster Woche soll es wieder kühler werden.
You are joking? Zierpurze. Ein fucking Zierpurze auf Level 64, was? Logik. Palim, Palim, okay. Ja, bleiben wir draußen, weil Palim, Palim bleibt. Den Palim, Palim können wir nicht anders einsetzen gerade. Feuer, oder? Was anders und so. Oh, Bab eliminiert. Palim, Palim. Also jetzt wir ein bisschen underlevelt in die Liga gehen, ist nicht schlimm. Überreste alten Supertrank? Ne, haben wir nicht. Dann heilen wir top genial. Wir nehmen aber egal. Wir heilen lieber so. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So, was sagt eigentlich hier unser... 86.000. Für Garados für ein paar Attacken holen. Kommt man die Arena-Leiter nicht nochmal rausfordern? Oder ging das hier nicht? In Gen. Wir sind. Bei. Oh Gott, Porenta! Da muss ich jetzt einen Kreuzhorn rüber abfeuern. Was? Wenn ich zusammen jetzt durchgehalten hätte. Jawoll, Sekrom 53. Granbull. Meine Unlicht. Bedroher. Das ist nicht sehr effektiv. Eigentlich könnte ich jetzt mal die Beine an eine Seite stellen. Das ist ein Joke! Du bist ein Minon. Feuerodem. Drachenpuls.
Jetzt erstmal eins eliminieren. Trumpfkarte. Yo. Nein. Ja, Level 35, jawohl. Naschwalb, ja. Wir sind mal eine Wasserattacke. Können wir auch einen Surfer lernen können. Hi, Luke. Nice, so. Und besiegt. Machen wir mal gute Erfahrungspunkte für Kabuto. Volley Slam, ja. Trainer. Der wird locker Kampf-Pokémon haben, weil der hat Kampf-Pokémon. Aber Adonis, so. 15 Kopf los. Und ich lasse noch einen Baum. Also! Das ist verarscht, das ist verarscht, das ist Scam. Scam. Ist der Ausdauer ein. Der hat Robot halt, nein! So nah kann man, das sieht nicht ab, das sieht nicht ab, das sieht nicht ab, das sieht nicht ab, das sieht nicht ab! Das ist ein Arsch! Diddly. Was?
Okay, jetzt haben wir unsere Startenpunkten verloren. Kikli wird schwer sein jetzt wieder. Nahkampf, ja. Ende. Ja, wir werden verlieren. Stimmt, der kann keine Kampfattacken gegen uns einsetzen. Mit Scaper können wir nicht durchtanken. Stimmt, wenn die Profi-Idee kommt. Oh ja. Was müssen wir heilen? Lustig, vor 2 Folgen oder so, vor 3 Folgen haben wir uns einen Carpador geholt. Jetzt schon Level 6. Fahrradfahren. Lul. Hier waren wir schon, da ist ein Fischer. Silkom ist vorne gut. Fein! Kampf! Fein! Beide! Kavi! Octillery, okay, easy. Octillery nutzen wir übrigens tatsächlich in unserem Hardcore Run. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch zu dem Zeitpunkt läuft, weil diese Folge müsste am 25. rauskommen. 25, 26, 27 den Dreh. Deswegen. Wir bekommen einen Draco Meteor, ja.
Ah! Ein Haus von Lysander. Also wir kämpfen. Fight! Hier war ja okay. Oh Junge, ist ja warm. Kreuzdonner! Jetzt spam gefühlt nur Kreuzdonner. Goldini. Okay, Goldini kann gefährlich werden. Ich weiß nicht, ob Goldini auch schon Pombohrer kann. Weil wäre zu großes Risiko. Gold King, jetzt noch größeres Risiko. Alarm! Wenn man zwei Pokémon hat, die noch mitleveln nebenbei, ist doch ganz schön stressig. Eigentlich hätten wir gucken können, ob wir die Pokéliga machen. Ah, jetzt wollen wir noch ein paar Attacken. Carpado. Sag nicht, das ist der legendäre Carpado-Trainer. Aber das Carpador kann ja immerhin was. Ja, Tackle. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Hat Carpador Nummer 1 besiegt? Ja, ist der Carpador Trainer. Ja. Weil ich bin nicht mal wirklich Erfahrungspunkte. Carpador über Carpador über Carpador. Das Platsch halt nicht geschieht. Oh. Drachenklau, jawohl. Dafür vergessene Flitzer. Das nächste Carpador. Das letzte Carpador.
gucken. Mal schnell dann. Thumbnail-Steuerung. Hallo. Angler. Oh, ein Tentacher. Ja, eigentlich gab es nicht eigentlich ein Item, womit man Sekrom auch verstärken konnte? Ja, stimmt, diese Kugeln. Ich weiß aber nicht, ob die Kugeln, ob man die so nutzen kann, zu verstärken. Den Doxer. Aber übrigens im Anschluss an dieser Serie startet auch Pokémon Weiße Edition 2. Damit du Bescheid wisst. Baldorfisch. Aber kein Sui Baldorfisch. Wäre es gewesen, wenn es ein Sui Baldorfisch. Drachenklau, beende es. Was? Really? Die Sand so gut wieder zurück. Oh, das Item. Ah, da kommen wir glaube ich nicht ran. Den Kieran wäre geil. Das Kühler cool jetzt noch weiter später. Wir kommen das Item. Und Angela. Die Pflanze. Drachenklaus, ey, komm. Nochmal Drachenklaue. Schafklaue. Ja, es könnte interessant werden. Oh. Komm mal hoch. Drachenklaue, komm mal.
Steinhage, okay. Eine Bodenattacke wird schon mal gebaut. Easy. Ja, das ist Level 38. Versuch Regentanz zu lernen. Nee, brauchen wir nicht. Auf eigentlich können wir Glücksei wieder Dings geben. Und das eigentlich schon. Ah, Volltrefferquote wird erhöht. Ein Song fehlt. Boah, Junge, ist es warm. Zumindest heute Abend, also für mich heute Abend, für euch war es vor ein paar Tagen. Oder vielleicht könnte sein, dass es eine Woche her ist bei euch. Fühl ich mal wieder weg. Hab gerade echt aktuell, zumindest da, wo ich es gerade aufnehme, also 19.07. Voll Bock auf Randomized Nuzlocke in der Hardcore. Oh, Trial Boss. Wir können den später ein bisschen abkühlen. Boah, ey, was? Also cool, ich bin da ein bisschen abkühlen wegen der Hitze. Nur passt jetzt wieder eine halbe Stunde ins Bad oder so. Ja, schon, wir sollten erstmal heilen. Wir müssen unser Moveset nochmal überarbeiten vor der Pokéliga. Wie sieht eigentlich aus? Da würde ich sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mal die Bewertung, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, da verpasst nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.